Hi Leute, es geht weiter mit Dark Parables Rapunzels Gesang im Bonuskapitel und ich habe jetzt das Karottenrätsel nochmal gemacht hier und ich finde das ganz gut angeordnet. Ich glaube, das letzte Stück passt auch rein, es passt rein und dann haben wir es, oder? Dann haben wir es. So soll es sein. Warum ging das jetzt so schnell? Ich habe das nach der letzten Aufnahme natürlich jetzt direkt gemacht und zack hatte ich es. Also es ist komisch. Sobald die Aufnahme aus war, habe ich es dann nochmal probiert und blöd sowas immer. Warum geht das nicht, wenn man aufnimmt? Also, wie hängt man da ewig? Lotus-Emblem. Die sollte hier reinpassen, genau. Was habe ich bekommen? Ach, ein Stück Baum und Olivenöl für ihn. Die Natur in harmonischer Eintracht unter dem Schutze der Göttin Flora. Schön. Dann war es das hier, glaube ich. Dann gehen wir mal und retten ihn. Sofort. Und befreien ihn. At last. Thank you, miss. My name is Gwyn. I am a prince from a faraway country. I do not know what kind of place this is, but it is crawling with enchanted traps. We must find a way out. Okay, der Prinz kommt mir irgendwie bekannt vor. Na, wer ist denn das bloß? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hinter ihm her. Ich weiß gar nicht, wo er hin ist. Ist er hier? Hey Prinz, wo bist denn du hingegangen? Keine Ahnung. Ich kann ja schon mal ein Baumteil einsetzen. Ach, das war gar nicht hier. Hier fehlt ein Symbol des Feuers. Hier fehlt ein Symbol des Schnees. Ach so, das geht hier um die zwei Geliebten. Na, dann ist er ja hier wahrscheinlich... Nee, das ist er doch nicht. Hier der Prinz Roland. Oder? Da ist der Baum. Das bringt uns ja noch nicht viel. Der Weihrauch, na 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 na, hatten wir schon. Prinzchen? Ist er hier irgendwo noch? Wo ist er denn hin? Nicht hier. Doof. Ach, der ist da hochgegangen. Da kann man hin. Wahrscheinlich konnte man es vorher aber nicht, oder was? Hier ist er jetzt. Ach so. Schön. Oh, was ist... Oh, es ist schon wieder schön hier. Das kleine Mädchen lässt sich nicht wecken. Ich brauche einen Trank oder etwas ähnliches. Rosmarin gefällig? Der Umriss eines eleganten Schwans. Na, wenn da das kein Hinweis ist... I've seen this girl before. While I was traveling with my mother, I began to have a recurring dream, and this child was asking for my help. That's why I'm here. She did not seem this small when she came to my dreams. What could she need of me? Aww. Regardless, it is my duty as prince to protect those in need. I will stay here and guard her. Aufgabe aktualisiert. Yay! Dem Bildnis der Göttin bin ich ja schon häufig im Königreich begegnet. Da ist es das Symbol der Göttin, das man überall im Königreich sieht. Flora wacht über das Wachsen in der Natur. Ohne sie ist die Welt im Untergang geweiht. Hier müssten drei Figuren stehen, vermutlich die abgebildeten Charaktere. Wie zum Beispiel der... Na, der kann ja schon mal dahin. Den Kessel können wir mitnehmen. Mit einem Handschuh könnte ich die glimmenden Scheite aufheben. Machen wir das mal. Brauchen wir anscheinend. Es steht hier, seltsam, dass Kai seine Bücher überall herumliegen lässt. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Belebendes Elixier. Petersilie, Rosmarin, Salbei, Thymian. Ah, dafür sind also die Sachen da, die wir hier einsammeln. Ach, die Animation. Ne? Das ist so hübsch gemacht hier. Ich finde das wirklich toll, auch wenn ich nicht die Zeit habe, das alles so... Zauberer von Ost, 2 von 4. Deswegen auch der fliegende Affe, sag ich doch. Dieser zauberhafte Ort ist wie geschaffen für die Göttin Flora. Hm. Das stimmt. Ja, gut. Will die jetzt einen Schluck Tee, oder? C.U. the pot of hot tea instead of Elixir, was? Ich dachte C.U. so vor allem. C.U.'s? Auf einmal kommt hier irgendwas auf Englisch. Ich dachte, es ist jetzt so ein Rätsel, so ein Satz. Was war das denn? Irgendwas mit Use, was weiß ich was. Ja, wahrscheinlich einfach so ein kleiner Bug hier gerade gewesen. C-Uses, finde ich schön. C-Use. ja. Voll der Insider jetzt so. Für Use.
Rosa Schmetterling. Ich suche dieses Ding hier. Davon habe ich noch gar nichts hier, von diesem Häufchen. Kann man hier nicht mal einfach ein bisschen wieder rumklicken? Da war der Schmetterling. Hier wird schon was bei sein, ne? Was man hier nehmen kann. Da, das Blatt zum Beispiel. Herrlich. Ist aber nicht so Sinn der Sache eigentlich. Die Pilze, wo sind denn all die lustigen Pilze? Da ist ein Pilz. Und hinter mir vielleicht? Ja. Nee, da war ein Blatt. Hm. Diese blaue Blume hätten wir auch noch. Ist sie da oben? Und ich sehe es wieder nicht wegen meiner Lampe. Nee, die ist hier unten. Okay. Hm. Ja, dann noch so ein Tröten-Ding. Was soll denn da sein? Ach so! Das, was ich gesucht habe, ist Tröten. Trötenblümchen. Und der Pilz jetzt. Jetzt fehlt noch der Pilz. Hm. Was ist denn hier jetzt? Ein Pilzchen. Der hinter mir. Schön das Bild eingefroren. Schön schlecht. Ja, da ist der Pilz. Wieso sehe ich ihn die ganze Zeit nicht? Da im Liedchen geboren. Sehr schön. So. Oh, da ist der... Ach, wir können ihn mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich da hindurch passe, aber... Da, wo der kleine Maulwurf war. Ein Löwe. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich könnte einen Trank in diese Flasche füllen. Und da ist die andere Hälfte vom Baum. Diese Puppenjacke sieht aus wie die, wie die von Kai. Und da haben wir ein Stück Maulwurf. 3 von 4 Däumelinchen. Das Elixier ist noch nicht fertig. Ich sollte mir das Rezept noch einmal ansehen. Ja, ich weiß. Da gehört ja auch noch Rosmarin rein. Das können wir da schon mal reinpacken. Und dann... Was ist das hier? Brecheis. Das packen wir da auch noch rein. Stille Wasser sind tief, also sollte ich es besser nicht riskieren. Dieser abgeschiedene Ort hat eine heilige Ausstrahlung. Finde ich auch. Der Pavillon steht mitten im Teich. Wie komme ich dort hinüber? Hier haben wir noch was. Hier gehört die Figur eines winzigen Mädchens hin. Also Däumeline. In dieser kleinen Truhe könnte etwas Nützliches sein. Ich sollte mal mich nach dem Schlüssel umsehen. Zepter der Königin. Eigentlich können wir ihr das Zepter geben. Wenn man es richtig macht, können Feenkreise ein Zugang zu einer magischen Welt sein. Das stimmt. Ich habe auch ganz viele so Märchen... Nee, nicht Märchenbücher. Ich habe so Fabelwesenbücher und die... Da steht das auch immer drin. Also dass diese Kreise, wenn man die sieht, Pilzen oder sonst was, dann sind das immer so kleine Kreise für Feen und so, sagt man. Es scheint, jemand hat ganz systematisch versucht, diesen Ort zu zerstören. Doch wer? Und ja, und dann... Das Fach ist fest verschlossen. Vielleicht ist irgendwo an der Statue ein Mechanismus, der es öffnet. Ich habe ihr doch das Zepter jetzt gegeben. Ach so, da fehlt noch der königliche Kopfschmuck. Ach so. Warte, bleib mal da. Wegen dem Baum. Und diese Kreise sind dann halt dazu da, dass die da tanzen und man soll da aber nicht reingehen in so einen Feenkreis, weil wenn man da reingeht, dann bleibt man halt in der Welt und in dieser Feenzauberwelt vergeht die Zeit ja immer ganz anders als in unserer menschlichen Welt. Und das heißt, wenn du da irgendwie 5 Minuten tanzt mit den Feen, dann vergehen vielleicht in Wirklichkeit schon 5 Jahre oder so und oder 500 Jahre oder ich weiß auch nicht und es ist halt zum Teil auch gefährlich sozusagen, also so ein kleiner Pilzfeenkreis, weil man da drinnen dann, ja, vielleicht auch ein bisschen gefangen ist, aber ja, ihr wisst, was ich meine. So. Da können wir nicht hin. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte hier nee, wo kommen wir denn jetzt her? Hier war das... Nee, er ist ja hier weggegangen und dann ist er... Hier können wir auch noch gar nichts machen. Oder können wir die glimmenden Scheite für das Symbol des Feuers... Nein, das... Man sieht ja schon, dass ein bisschen gekennzeichnet, was da rein soll. Stimmt, da fehlt ja auch noch was beim Koffer. Wir wollen die Leiter hoch. Was ist denn los? Gwyn, ist dir auch nichts passiert? Those beasts must be the creation of some evil power. But there's no need to worry. That eagle is my mother's familiar.
She's always been a little overprotective. Mhm. Na dann, machen wir uns mal keine Sorgen. Figur der Göttin muss dann da noch hin. Hier können wir aber, das wollte ich erstmal machen, und der Löwe. Ah, und da kommt auch ein kleines Spiel wieder. Lenke die Strahlen mit Hilfe der Spiegel auf das passende Emblem. Oha, dann... Das ist, wie jetzt? 6 von 8? Warum? Was ist hier? Check's hier noch gerade noch nicht. Man kann die jetzt lenken. Wo soll... Da sollen die, glaube ich, hin, oder nicht? Ach, und dann kann ich die hier einfach... Also kann ich jetzt... Ach, jetzt habe ich sie schon verbraucht. Jetzt checke ich es erst. Ja, können wir dann nochmal zurück und das nochmal machen? Genau. Also ich habe 8 Spiegel. Und ich kann die jetzt drehen. Hier nehme ich mal an hin. Oh Gott. Das ist ja ganz toll. Und dann verbrauche ich sie aber schon, merke ich. Also ich kann auch nur einmal rauf. Das ist schon wieder ein Heavy-Rätsel. So ein bisschen... Weiß ich nicht. Checke ich auch noch nicht so ganz. Im Moment strahlt der dahin. Aha. Ich setze mal auf jeden Fall da auch einen hin. Ist dann pinker und der kann... ist ja ganz toll. 0 von 8. Ja, es hat ja toll geklappt. Jetzt kann ich sie halt lenken. Das sind doch unzählige Möglichkeiten. Wo soll ich wissen... Guck mal, blau. Ah, blau habe ich jetzt schon geschafft. Ja, ja, okay. Also der soll da hin. Jetzt will ich den pinken hinkriegen. Ja, das ist toll. Ich will natürlich den blauen jetzt nicht kaputt machen. Hä? Jetzt... Wenn ich da jetzt hindrücke, warum... Warum entsteht dann da jetzt wieder ein neuer Spiegel? Das ralle ich gerade nicht. Ja, ich... 3 von 8, weil ich noch einen habe, oder was? Ach, dann kann ich die auch wieder wegnehmen. Ach so, ich kann sie hinpacken, aber auch wieder wegnehmen. Oder einmal drehen und weg ist er wieder. Alles klar. Dann muss ich ja nicht die ganze Zeit mitrechnen, wie viele Spiegel... Also, ich nenne das jetzt mal Spiegel. Das sind ja auch Spiegel. Gut, es sollen auch Spiegel sein. Lese ich hier gerade nochmal, dass ich die nicht nachzählen brauche, dass ich nur 8 Stück und nenne. Ihr wisst, was ich meine. Ich ralle das jetzt erst. So, in der Orangen ist ja gut, dass der hier lang geht. Der müsste nur mal da hingelenkt werden. Oh nee, das war blöd. Das ist auch blöd. Nee, das ist eigentlich gut, dass der da durchgehauen wird. Und dann will ich den nochmal... Vielleicht ist es schon gut, dass der da oben hingeht. Aber der müsste... Ja, genau. So, jetzt ist blau da, gelb ist da, jetzt müsste nur noch der rote umgelenkt werden, also der pinke. Der hier durchgebrochen wird und da muss er jetzt umgelenkt werden. Jetzt ist der gelbe natürlich wieder weggelenkt. Um Gottes Willen. Das ist ja nicht so meins hier. Die sind ja auch... Der muss ja da nicht sein. Man kann ja mal einen pinken hier unten lang laufen lassen. Warum geht der pinke Strahl eigentlich nicht weiter? Warum? So. Der kann ja weg. Der kann auch weg. Der blaue ist super. Den gelben habe ich auch schon hinbekommen, aber ich muss mich erstmal um den pinken kümmern. Wo ich nicht verstehe, was... Der strahlt hier auch so, der strahlt ja aus Orange und Gelb. Da ist Pink.
Jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt ist der Blaue zwar kaputt, aber ist mir erstmal egal, oder? Ach schön, Blau ist wieder da. Warum kriege ich Pink nicht? Ich will Pink weiter haben. Gelb ist auch wieder da. Nur Pink nicht. Mann. Da ist Pink. Jetzt habe ich Pink. Pink ist da. Pink sagt wieder Hallo. Pink wird babams. Und babamst sich dann da rein. Das heißt, er muss hier mal umgelenkt werden. Genau. Ja, guck mal. Leuchten doch alle. Und jetzt? Auf das passende Emblem. Ist es jetzt... Wo ist jetzt das Problem? Hallo? Gelb feuert doch hier durch. Muss ich hier irgendwas noch machen? Weil das hier so verschieden ist oder so. Ja, und ich habe auch genau passende Spiegel anscheinend verbraucht. Können wir das hier nochmal wegnehmen? Die wir nicht brauchen. Ja, wird auch nicht gebraucht. Ich weiß jetzt irgendwie nicht, die strahlen doch da jetzt durch. Wo, hä? Muss gelb vielleicht dahin und rot da oben? Ich bin perplexed. Auf das passende Emblem. Ja, wenn hier so jetzt nichts passiert, dann muss ich das ja wohl nochmal umlenken. Verstehe ich irgendwie nicht. Jetzt habe ich mir hier so viel Mühe gemacht. Aber wenn es richtig wäre, dann ja. Warte mal, jetzt hatte ich zum Beispiel mal einmal... Jetzt ist nämlich der Rote da drin und da passiert... Das ist total falsch. Das war doch vorher richtig. Ja, der Rote geht jetzt da rein. So soll's sein. Leute, ich werde mal kurz einen Cut machen und nachgucken, wo mein Denkfehler hier ist. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder, aber so richtig leicht ist es deswegen immer noch nicht. Von den Farben wird es schon richtig sein, aber ich glaube, es geht hier mehr um diese Spiegel hier unten, die besetzt sein müssen. Und hier unten habe ich ja schon drei. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie hinkriegen, dass die da oben auch benutzt werden. Es muss also da oben rum reflektieren, was ich sehr blöd gerade finde. Also donnern wir jetzt mal hier ordentlich Spiegel rein. Die dann... Ja, weiß ich auch nicht. Da ordentlich hingehen. Also der ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Aber da oben muss noch einer hin. So ist auch schön. Guck mal, jetzt leuchten die drei, aber hier unten natürlich nicht. Ich finde, das kommt aber aus dem Rätsel auch nicht hervor, finde ich. Dass man da jetzt... ich habe jetzt schon an die Farben erstmal gedacht, hier so. Dass die passen müssen, aber das... Dass das hier unten hin reflektieren soll, finde ich irgendwie schwierig. So, jetzt habe ich auch schon wieder keinen Spiegel mehr. Auch alles nicht so geschickt irgendwie. Ja, das ist gut. Da oben leuchten auch schon drei. Jetzt fehlt mir noch der gelbe Strahl. Der müsste nochmal umgelenkt werden. Da irgendwie lang. Mhm.
Ja, sie leuchten wieder, aber sie werden nicht alle hier unten bestrahlt. Das ist so noch nicht so toll. Vielleicht kann man den blauen nochmal ändern und den hier anders dahin schicken. So, wenn der hier einmal rumkommt. Ja, aber dann habe ich trotzdem nicht so wirklich das toll umgelenkt. So wäre es schon besser. Jetzt sind die drei an und hier unten wieder nicht. Mann. Ja, guck mal, wenn man den gelben jetzt mal da lang laufen lässt und wir nehmen jetzt mal hier so einen blauen weg. Der blaue muss es sich dann eben mal anders überlegen. Guck mal, blau geht immer irgendwie, ne? Ach ja, schön. Die Rätsel sind, hab ich, aber ich find's gut. Also es ist auch eine Herausforderung. Mag ich hier nicht. Das Gewusel hier mit den Spiegeln ist blöd. So ist schon besser. Ja, ist interessant. Mhm. Ganz toll. Kann das nicht so machen, dass es auch ordentlich da mal gegenleuchtet? So, der müsste mal weg. Damit hier die auch mal angestrahlt werden. So. So. So sieht das natürlich feini hier. Ganz toll. Jetzt strahlen die hier ordentlich oben rum. Mhm. Finde ich gut. Muss ja ordentlich bestrahlt werden hier das Ganze. Mal pink nochmal umlenken, geht das? Rot müsste nämlich mal rüber gelenkt werden jetzt. Da unten hin irgendwie. Hm. Genau, das lenken wir jetzt mal um. Oh Gott. Ja, es ist schon, ist ja nicht ganz gut hier eigentlich, ne? Wie das hier, sieht auch schön aus. Ach toll. So im Zickzack rumgelaufen, da strahlt die Welt. Ja. Ja, der muss weg. Das ist alles schon wieder Schmu hier, was ich hier mache. Das ist toll. Rot geht jetzt da lang, blau geht jetzt da lang. Jetzt fehlt uns wieder mal nur gelb. Dann kann der ja mal weg hier. Der kann weg. Der müsste nochmal umgelenkt werden. Ach, und hier... Jetzt strahlen auch die aber nicht mehr. Das ist natürlich Schitte. Hm. Nee, das muss nochmal geändert werden hier. Jetzt haben wir nochmal ein paar Spiegel frei. Ah. Wenn ich wieder darauf achte, dass sie hier reinlaufen, dann habe ich wieder das Problem, dass sie aber nicht überall rumstrahlern. So ist schön. Vielleicht die nochmal umändern. Ja, blau muss natürlich irgendwie auch noch irgendwie wieder zur... darf ja nicht vergessen werden. Nee, das ist doof, ne? Toll. Blau leuchtet. Mit zwei Strahlern schon mal besetzt. Mhm. Herrlich. Ich kann, es
es gibt so viele Möglichkeiten einfach. Ich finde das doof. Kann ich das nochmal machen? Jetzt, wo ich weiß, wie es geht, ist irgendwie... Ha, Neuanfang wäre schön. Und ob das so hilft. So. Ich finde das auch blöd, dass das hier aus einem kommt, aber okay. Vielleicht soll es ja auch erleichternd sein. So, blau. Das wird blau schon mal irgendwie. Fangen wir mal damit an. So, blau geht rein. Da soll natürlich jetzt gelb eigentlich hin. Vielleicht können wir das nochmal umstrukturieren. Hm. Auch nicht so richtig, ne? Nicht so richtig das, was wir wollen. Vielleicht können wir den umlenken. Wir müssen ja eigentlich... Wir müssen ja ordentlich Dampf hier machen mit den Lichtern. Dass hier ordentlich rumgestrahlt, gespecialt wird. Jawohl. Aber das ist doch schon gut. Das ist schon gut. Er muss weg. Spiegel brauchen wir. Jetzt noch gelb umlenken. Das wird wieder nicht reichen, ne? Weil das da wieder nicht genug jetzt ranstrahlt. Jetzt leuchten sie wieder alle, aber es reicht irgendwie nicht. Es muss ordentlich... Ja. Dann machen wir das von hier. Dann müssen wir das hier irgendwie nochmal umlenken. Hier machen wir einen Spiegel hin. Der dann... Ja, der geht da lang. Der muss ja auch nicht. Doch, der muss da lang, sonst geht das nicht mit dem Blau. Hm. Hm. Ja, es leuchtet da, es leuchtet hier, es fehlen schon wieder so ein paar letzte Schritte nur, aber irgendwie, hm. Vielleicht ist Gelb einfach auch wichtiger gerade als Rot, ich weiß es nicht. Jetzt leuchtet das hier auf beiden Seiten. Können wir das hier vielleicht umlenken? Jetzt fehlen mir schon wieder die Spiegel. Ich gebe mir echt Mühe hier. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann, damit das... Ihr habt es ja schon gesehen, dass die Farben reingehen, habe ich zwar schon geschafft. Schade, dass das nicht reicht. Ja, es wird ein wenig mühselig langsam. Weil die ja da oben lang gehen müssen. Das ist nicht so gut. Damit der hier umgelenkt wird, damit er hier vielleicht nochmal umgelenkt wird, da reingehen kann. Jetzt nach oben. Damit der leuchtet. Jetzt habe ich so viele Spiegel verbraucht. Oh, sorry, ich mache nochmal einen Cut und versuche es so weit hinzubekommen, dass man... Ja, ich weiß ich nicht. Ich habe noch keine gute Lösung gefunden und ich habe immer Angst, das eigentlich auch offline zu machen, weil dann habe ich Angst, dass ich das dann irgendwie schaffe und dann wird es nicht aufgenommen. Hm, ich probiere es mal aus. Oder, ja, bis gleich. Ja, da bin ich schon wieder. ist so, dass man hier oben blau, rot und orange oder gelb auf beiden Ebenen hinbekommen muss und ich habe jetzt mal so darauf geachtet, dass wirklich von jeder Farbe der Strahl herangeht. Und blau ist jetzt hier auch. Blau geht aber noch nicht rein ins Ziel. Vielleicht kann man das noch als letzten Schritt irgendwie schaffen. Dass der irgendwie umgelenkt wird. Ja, das ist natürlich doof.
Weil der muss ja irgendwie hier unten hinkommen. Ich wollte das, was ich da gebaut hatte, nicht schon wieder kaputt machen. Vielleicht ist der hier oben auch noch nicht gut. Gibt es den Spiegel, der übrig ist? Nein, wir haben auch nur noch einen Spiegel. Oh Mann. Jetzt sind alle drinne. Und ich habe gelb, rot, blau. Warum geht das nicht, verflucht? Müssen jetzt... Oh. Ich glaube, der muss hierhin gestrahlt werden, echt. Damit es ganz richtig ist. Das ist echt furchtbar. Warum? Ich habe mich jetzt echt gefreut, dass ich das schon so weit hinbekommen habe. Jetzt ist er sogar da. Warum geht's nicht? Weil ich noch einen über habe. Und wo ist jetzt das Problem? Ralle ich nicht. Sorry, ralle ich nicht. Keine Ahnung, warum das nicht... Jetzt müsste doch die Lösung kommen. Ja, ich habe noch einen Spiegel übrig. Irgendwas ist da also immer noch nicht richtig gedacht. Rot geht in Rot, Blau geht in Blau, Gelb geht in Gelb. Und wir haben Blau, Rot, Gelb. Alle Farben sind da. Gibt es da vielleicht auch noch eine bestimmte Anordnung von? Was das ganze Rätsel echt schwer macht. Hier an der Seite sieht man ja auch Gelb, Blau, Rot. Vielleicht ist es ja das, was irgendwie falsch ist. Muss Blau hier jetzt zuerst hinkommen? Ja, dann werde ich wohl nochmal eine Lösungsmethode mir einfallen lassen müssen. Nur, dass ihr wisst, ich werde das hier jetzt nicht rausschneiden, damit ihr wisst, womit ich es zu tun habe. Bis gleich. Oh, ich hänge hier noch ein paar Stunden. Das sieht schön aus, es leuchtet alles, aber es ist immer noch nicht richtig. Aber ich bin auf dem besten Weg, es fehlen nur noch die letzten Schritte. Und zwar muss der blaue Strahl hier unten jetzt nochmal rangedönst werden und wir haben nur noch einen Spiegel. Gott sei Dank ist dieses Rätsel endlich gelöst, Leute. Boah, Alter. Das war jetzt echt schwierig. Das Mädchen kann sich seines Namens nicht besinnen, doch sie sagt, die Feen würden sie Däumelinchen rufen und sie scheint Kräfte zu haben, die die Natur beeinflussen können. Das Kind heißt also Däumelinchen. Ja, das ist Däumelinchen. Und mit Däumelinchen geht es dann weiter im nächsten, vielleicht letzten Part von, naja, bei den Rätseln vielleicht auch noch zwei Parts von Dark Parables, dem Bonuskapitel. Heißt es eigentlich Dark Parables oder Dark Parables? Müsste ich nochmal nachgoogeln oder bei anderen YouTubern reinschauen, wie die das eigentlich nennen. Ja, Dark Parables sag ich immer. Ich weiß es gerade irgendwie nicht. Wir sehen das auf jeden Fall im nächsten Part vom Bonuskapitel von Rapunzels Gesang, Leute. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Hinterlasst mir doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Und dann weiteren Rätselspaß demnächst. Tschüss.